Ich begrüße euch wieder hier bei Prignitz Outdoor. Ich bin immer noch in der Ruppiner Schweiz und zeige euch gleich mal einen interessanten Ort hier. Ich bin hier am Rottstielfließ. Hier gibt es einen Campingplatz, zeige ich euch noch. Und hier gibt es was, was ich euch zeigen wollte. Ich bin aber gar nicht weit entfernt von meinem letzten Video hier in Ständenitz vom Waldmuseum. Und hier um den Tornosee, an dem ich mich jetzt befinde, gibt es einen Rundwanderweg. Wie ihr seht, Fontane war auch schon da. Da kommt man in Brandenburg mal kaum drum rum. Und hin möchte ich euch heute mal zeigen, auf dem Fontane-Rundwanderweg, den Zanderblick. Der Zanderblick ist... Der Zanderblick ist ein sehr schöner Aussichtspunkt hier und da nehme ich euch mal mit hin. Das dürfte nicht allzu weit sein und dann schauen wir mal, sehen wir uns gleich wieder. Hier ist das Forsthaus am Tornosee. Hier hat der Förster Zander gewohnt und gelebt, der das Waldmuseum ins Leben gerufen hat, was ich euch ja im letzten Video gezeigt habe. Gleich hier hinter ist der Tornosee. Hier ist es. Rottstielfließ, das vom Zermützelsee in den Tornosee fließt. Und hier ab dem Rottstielfließ sind auch Motorboote verboten. Das heißt, hier kann man nur per Muskelkraft fortbewegen. Und ich war hier schon einige Male paddeln. Das ist natürlich total herrlich hier. Und auf der gegenüberliegenden Seite, da nehme ich euch mal mit, hier ist der Tornosee. Um den Tornosee kann man auch ganz hervorragend wandern, bin ich auch schon ein paar Mal. Ich blende euch mal ein die Runde, damit ihr die mal sehen könnt. Und das geht alles durch Mischwald durch, das ist total klasse. Und am Ende vom See ist die Boltenmühle. Dort kann man hervorragend essen. Und gibt auch ein Hotel mit Gästezimmer und Ferienwohnung. Es gibt ein Schwimmbad, das ist total klasse. Und das ist so, in der Gegend hier, das ist alles dichte beieinander. Hier am Rottstielfließ ist auch ein Campingplatz. Und gegenüber von Ständenitz, wo reine Campingwagen und Zelte stehen, gibt es hier am Rottstielfließ halt auch so kleine Hütten zu mieten und auch zwei, drei Ferienwohnungen. Das heißt, wer es etwas komfortabler will, der muss hierher gehen. Wem Zelt und Wohnwagen reicht, der geht nach Ständenitz. Und ich werde heute, wie ich es euch schon gesagt habe, weil es meinem Fuß nicht so super gut geht, ich werde mich heute die Runde um den ganzen See sparen. Aber ich wollte euch was zeigen. Und zwar eine sehr schöne Stelle hier. Der Förster, der hier früher gelebt hat, der Förster Zander, der hat sich hier eine Stelle ausgesucht. Die werde ich euch mal zeigen, die ist total klasse. Weiß ich nicht, sind es ein Kilometer oder anderthalb oder sowas. Schauen wir gleich mal. Hier unten geht es am See entlang, am Tornosee zur Boltenmühle. Ein sehr schönes Ausflugslokal, war ich auch schon etliche Male. Ich halte mich aber ein bisschen weit höher. Hier geht es ein bisschen Ruppiner Schweiz, hier geht es ein bisschen bergauf, weil der Zanderblick, der ist ein bisschen höher gelegen. Der ist oberhalb von dem Rundwanderweg am See. Wie ihr seht, hier wieder die schönen Feldsteinstraßen hier.
Durch den Wald finde ich einfach total klasse. Könnt ihr die Vögel zwitschern hören? Herrlich, oder? Wird man natürlich auf dem Video nicht sehen, aber hier geht es ein bisschen bergauf. Schaut mal die Nachtkerze hier. Wahnsinn, oder? Ein Wahnsinnsexemplar. Ich hoffe, ihr könnt es hören. Ich werde die mal in Ruhe lassen, nicht dass ich noch beim Brüten störe. Und im Moment fressen mich hier die Mücken auf. Das ist ja totaler Wahnsinn. Weil es alles klitschenass. Hat vorhin auch schon geregnet ein bisschen. Aber für das, was ich vorhabe, ist es vielleicht ganz gut, wenn alles klitschenass ist. Ich habe noch ein paar Sachen in meinem Rucksack hinten drin. Die möchte ich euch gerne zeigen. Und deshalb suche ich jetzt hier den schönen Platz hier mit einer schönen Aussicht. Ich hoffe, dass ich den finde. Hier geht's weiter. So, Freunde, hier wollte ich her. Hier ist das, was ich gesucht habe. Ist noch ein bisschen abenteuerlich geworden. Ich habe total nasse Füße bekommen. Schaut euch das an hier. Das hier habe ich gesucht. Diese Waldschneise hier hat der Förster Zander extra anlegen lassen. Er hat die Bäume hier gerodet. Er hat diesen Platz geliebt. Es ist hier ein Blick wie in Skandinavien. Hier ist eine kleine Rasthütte. Hier werde ich mich mal ein bisschen hinsetzen. Und dann können wir das ein bisschen genießen. Ach so. Wollen wir hoffen, dass wir das hier genießen können? Oh. Hier ist nämlich alles voll Mücken. Mein Mückenabwehrapparat habe ich nicht dabei, der liegt im Auto. Das ist eins der nächsten Videos, die kommen werden. Schaut euch das mal an. Ist das nicht ein Traum?
So, jetzt hier an diesem schönen Platz möchte ich euch mal ein paar Sachen zeigen. Ich habe mir ein paar Sachen neu zugelegt. Ein paar werdet ihr kennen. Ich habe heute mein Falttopf mit hier. Mein Faltkessel von Sea to Summit. Den habe ich euch schon mal vorgestellt in einem Video. Werde ich dort oben mal machen. Könnt ihr euch anschauen. Und zwar hat es Folgendes auf sich. In dem Topf drinne, Deckel drauf, ist mein Windschutz. Und meine Tasse mit Teebeutel und Zucker und der Topf, den habe ich euch ja schon mal gezeigt. Ich habe ein bisschen Wasser mitgebracht. Dann habe ich ja meine Tasse, die habe ich euch auch schon mal gezeigt. Da ist gleich der Teebeutel mit drin und Zucker, so eine Süßstofftabletten. Die lasse ich gleich drin, die brauche ich nicht wegnehmen. Teebeutel kommt rein, zeige ich euch alles gleich. Und ich habe jetzt hier, den Windschutz. Ich habe den Windschutz von Vargo, den habe ich euch übrigens auch in dem letzten Video, wo ich das mal gezeigt. Und ich habe aber den Windschutz und den dazugehörigen Turkskocher verschenkt an einen guten Freund von mir. Die sind jetzt beides in Neuseeland unterwegs. Aber als ich es weggegeben habe, ist mir gesagt, oh ja, eigentlich hat es mir doch ganz gut gefallen. Also habe ich mir den Windschutz gekauft. Habe ich mir den Windschutz noch mal neu gekauft. Und dazu einen neuen Brenner. Und zwar ist das das eigentliche Experiment. Ich hatte ja vorher einen Turksbrenner, den Turksiphon, was ein ganz toller Brenner war, ganz hervorragende Brennleistung. Ich blende euch das mal ein, dass ihr das vergleichen könnt. Der hat wirklich gezischt wie ein Gasbrenner. Das war total Wahnsinn. Aber dieser Turksbrenner ist recht preisintensiv für das kleine Teil. Es war auch aus Titan, aber kostet um die 45 Euro so in dem Dreh. Und ich habe jetzt hier so einen China-Nachbau. Der ist ganz ähnlich und hat nur 17 Euro gekostet. Wird in so einem kleinen Packbeutel geliefert. Sieht ganz ähnlich aus wie der Turksbrenner, wie der Turksiphon. Hat das gleiche Prinzip, doppelwandig mit Düsen, die nach innen gerichtet sind, damit die Flammen wirklich auf dem Topf gerichtet sind. Ich probiere den aus. Der ist von Tom Schuh. Ich weiß nicht, ob ihr das lesen könnt. Ich habe die beiden verglichen miteinander. Und dabei ist mir aufgefallen, der Turksbrenner ist ein kleines bisschen leichter. Der passt von dem Packmaß genau ins Innere von denen. Der passt genau rein, Höhe, Packmaß. Das heißt, der ist ein ganz winziges bisschen höher und auch vom Durchmesser ein kleines bisschen mehr. Allerdings, wie gesagt, der hat 17 Euro gekostet und den Turksbrenner, der kostet so 45, 48 Euro. Ob er was taugt, probieren wir jetzt aus. Wir schimmeln und vergleichen kann ich es mit dem anderen Video, werde ich euch einblenden. Ich zeige es euch nochmal hier. Thank you.
Diese Düsen haben gezündet, aber so wie bei dem Original Turks Siphon, so rauscht es nicht. Oh, herrlich. Oh, das Wasser kocht. Ich weiß nicht, ob man das sieht. Ich denke mal schon. So, Tee ist aufgegossen. So, mein Tee ist fertig. Der Ausblick ist herrlich. Das habe ich mir auch verdient hier. Oh, total klasse. Ich zeige es euch mal. Der Tee, der Kocher. Und der Ausblick. Es hat angefangen zu regnen. So ein ganz heftiger Schauer. Und ich sitze hier unter so einem Schutzdach und habe hier meinen dazugehörigen Tee hier in der Hand. Besser kann es ja nicht laufen, oder? Oh, der Müll kommt wieder mit. Tee ist ausgetrunken. Ich mache den Teebeutel hier rein. Deckel rauf und mache den so eng zusammen, wie es geht. So kommt es bei mir in den Rucksack. Zack. So, ein letzter Blick. Und dann geht es wieder auf den Rückweg. Die Sonne kommt jetzt raus. Jetzt wird es noch richtig schön. Vor ein paar Minuten hat es noch geregnet. So,
Ich hatte jetzt hier eine fantastische Teepause mit einem Wahnsinnsausblick hier auf Zanders Blick. Und befinde mich jetzt auf dem Rückweg. Ich bin doch ein bisschen durch den Wald gelaufen. Es sind doch so 3, 4 Kilometer geworden, denke ich mal. Und jetzt bin ich auf dem Rückweg zum Auto. Vielleicht auch noch mal 1 Kilometer oder so. Ich hoffe, euch hat die kleine Teezeit hier in der Ruppiner Schweiz gut gefallen. Wie gesagt, eine Reise hierher lohnt immer zum Wandern. Das ist eine echt tolle Gegend. Und wenn es euch gefallen hat, schaut wieder rein bei Prignitz Outdoor. Ansonsten könnt ihr gerne einen Daumen da lassen oder ein Abo. Und wir sehen uns bei der nächsten Tour wieder. Bis dann. Tschüss.